Hallo, heute stehen Marokko, Indonesien, Spanien und Deutschland auf dem Programm von Stadtland Kunst. Sie war eine der ersten Frauen an der Hochschule der Künste Berlin, die Berlinerin Lotte Laserstein. Sie hat die Frauen ihrer Stadt gemalt und führt uns heute durch Berlin. Der Süden Spaniens bietet eine Landschaft wie im Wilden Westen. In der Region Murcia wechselt die Mundharmonika zur Flamenco-Gitarre. Statt Cowboys gibt's Bergleute. Und statt einem Gold einen Bleirausch. Wenn Sie gerne Reste verwerten, wird Sie unser Rezept aus Indonesien überzeugen. Was kostet das Kilo Fleisch? 125.000 Rupia. Geben Sie mir Rabatt? Nein, geht leider nicht. Die Hauptzutat unseres heutigen Rezepts sind Knochen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie daraus das scharfe Hammelragout Tengkleng zubereiten. Sie werden auch Jacques Brel besser kennenlernen und erfahren, wie Madame André aus dem marokkanischen Mohammedia in eines seiner Lieder kam. Doch als erstes das Rätsel. Warum hat ein Mann 1896 in den USA mit Absicht ein Zugunglück verursacht? Es war William George Crush. Der Angestellte der Bahngesellschaft MKT lässt zwei Lokomotiven mit hoher Geschwindigkeit kollidieren. Warum diese Wahnsinnstat? Das verrate ich Ihnen am Ende der Sendung. Jetzt kommt aber erst einmal unsere erste Reise nach Berlin. Mit einer Malerin, die wie keine andere ihre Zeitgenossen festgehalten hat. Und zwar bevorzugt Frauen. Kurze Haare, Hose und eine Zigarette in der Hand. Das war damals völlig neu in Deutschland. Es ist Lotte Laserstein. Lotte Laserstein malt das Berlin der Widersprüche und der Exzesse. Der Erste Weltkrieg ist gerade erst vorbei und nachts wird gerne ausgelassen gefeiert. 4 Millionen wohnen damals in der Monsterstadt und die Frauen behaupten sich als stolze und unabhängige Bürgerinnen. Die 1898 geborene Malerin erfasst in ihren Gemälden die ganze Komplexität der Weimarer Republik. Von 1918 bis 1933 macht Deutschland seine ersten demokratischen Gehversuche. Und die prägen besonders die pulsierende Hauptstadt Berlin. Lotte Laserstein ist eine der ersten deutschen Frauen mit einem abgeschlossenen Kunststudium. Hinter den erstaunlich braven Strichen ihrer Porträts verstecken sich Bilder von unergründlicher Tiefe. Die intensiven Blicke ihrer Modelle lassen nicht nur die Melancholie und Skepsis der Zwischenkriegsgeneration, sondern auch die Unsicherheit der Künstlerin erahnen. Lotte Laserstein's ausdrucksstarke Kunst wurde von den Nazis verboten, geriet in Vergessenheit und wurde erst vor 20 Jahren wiederentdeckt. Lotte Laserstein ist 14, als sie mit ihrer Mutter und Schwester von Ostpreußen nach Berlin zieht. Der bürgerlichen jüdischen Familie geht es vor allem darum, den Töchtern die bestmögliche Bildung angedeihen zu lassen. Sie lassen sich im Westen der Stadt in den schicken Straßen von Charlottenburg nieder. Bis 1920 war Charlottenburg ja auch eine eigene Stadt gewesen, mit einem eigenen Rathaus, einem eigenen Bürgermeister und einer der reichsten Städte Preußens, bis es dann 1920 in Groß-Berlin aufgegangen ist. Aber vorher war es eine sehr unabhängige und sehr stolze Stadt, die auch nicht unbedingt in dieses große Konglomerat Groß-Berlin hinein wollte, weil man sich mit den armen proletarischen Osten nicht so sehr identifiziert hat. Die junge Lotte begeistert sich für die Malerei. Ihre Tante, die Malen unterrichtet, hat sie in die Kunst eingeführt. Das Wohnviertel bietet ihr eine große Vielfalt an Motiven. Denn nach der russischen Revolution von 1917 kommen viele Flüchtlinge nach Berlin. Die kosmopolitische Metropole im Zentrum von Europa hat eine hohe Anziehungskraft. Die Gemeinschaft der antibolschewistischen Russen erreicht bis zu 300.000 Mitglieder und die meisten leben in Charlottenburg.
Charlottenburg wurde dann sehr schnell auch Charlottengrad genannt von den Berlinern. Auf den Buslinien wurden dann die Stationen auf Russisch ausgerufen. Und es gab ein großes Netzwerk dann auch an russischen Institutionen, die sich ausgetauscht haben. Viel Solidarität unter den Russen. Und ja, ganz viele Bars, Restaurants von Russen betrieben. De Lasestein war sicherlich im Austausch mit ihnen. Also einmal kommt ihre Familie aus Ostpreußen, also relativ dicht dran an der Grenze zum damaligen Zarenreich noch. Und hier, ihre Familie hatte einen russischen Untermieter, den sie ja auch gemalt hat, den Bobby. Als besonders fruchtbar zeigt sich die Nähe zu den Russen im Gemälde »Russisches Mädchen mit Puderdose« von 1928. Es entsteht im Rahmen eines von einer Kosmetikfirma ausgeschriebenen Wettbewerbs unter dem Motto »Das schönste deutsche Frauenporträt«. Man muss aber auch sagen, dieses russische Mädchen hat im Grunde genommen phänotypisch sehr viel von der neuen Berliner Frau. Weil Kosmetik wurde immer wichtiger für die normale Berliner, für die einfache Berliner Frau. Es war nicht mehr etwas für Prostituierte oder für Schauspielerinnen, sondern jeder konnte sich irgendwie so etwas leisten. Aber vielleicht war es auch eine kleine Provokation, das schönste deutsches Frauenporträt und dann ein russisches Mädchen zu nehmen. Das ist schon ein bisschen ironisch. Der rebellische, unter Akademismus getarnte Geist zieht sich wie ein roter Faden durch Lasersteins Werk. Sie entwickelt ihn bereits während ihres Studiums an der Hochschule für die bildenden Künste. Ende des 17. Jahrhunderts gegründet, ist sie die älteste Kunstakademie Berlins. Lotte Laserstein ist 1921 eine der ersten Frauen, die dort zugelassen werden. Neue Strömungen wie Expressionismus und abstrakte Kunst sind in Berlin damals sehr angesagt. Doch die junge Künstlerin scheint dafür unempfänglich. Also wenn sie als sehr fleißig und sehr begabt bezeichnet wird, dann ist das durchaus auch möglich jetzt in einem ganz traditionellen akademischen Rahmen. Und sie ist ja nun nicht jemand, der sich durch irgendwie schrille Motive oder Sujets da nach vorne gedrängt hat. Das ist ja übrigens auch doch auch ein Zug der Zeit. Einfach dadurch, dass man auch den Skandal provoziert, sich selbst zur Geltung zu bringen. Also das gehört sehr stark zu den 20er Jahren, denke ich. Auch zu einer Situation, in der eben die alten Normen dann so verfallen. Und genau das macht sie eigentlich nicht. Ihr Professor Erich Wolfsfeld ermutigt Lotte, sich auf die Porträtmalerei zu spezialisieren. Intensive Menschlichkeit und verstörende Zerbrechlichkeit der Gemalten werden zu ihrem Markenzeichen. Sie haben völlig recht, dass die Blicke vielleicht eine besondere Rolle spielen in ihrem Werk. Und auch, das Auge auch anders gemalt wird, als es jetzt dann früher gemalt wurde. Ja, oft verbunden schon auch mit entweder so einer gewissen Skepsis oder auch mit so einem Hauch von Melancholie. Die Künstlerin eröffnet 1927 ihr erstes Atelier. Sie ist gerade 29 Jahre alt. Für ihren Lebensunterhalt gibt sie Zeichenunterricht und arbeitet für Werbeprojekte. Sie ist ungebunden und erwerbstätig, wie viele Frauen im damaligen Berlin. Viele haben durch den Ersten Weltkrieg ihre Männer verloren. Sie müssen sich wohl oder übel emanzipieren und geben diese Unabhängigkeit nicht wieder auf. Zwischen Kinos, Kneipen und Kabarets in Berlin-Mitte genießen die Frauen die wilden 20er. Einige von ihnen regieren das Berliner Nachtleben, wie zum Beispiel Clara Bühler. Ihr gehört das legendäre Klärchens Ballhaus. Es gab Männermangel und deswegen gab es den einen oder anderen Eintänzer. Und man durfte am Anfang dieser Zeit als Frau nicht alleine abends auf einen Ball. Und da hat Klärchen zusammen mit einem hier gegründeten Witwenclub die Witwenbälle eingeführt. Und das war ein großes Geschäftsmodell. Und das lief so gut, dass sie Mitte der 20er Jahre dieses Gebäude hier sogar erwerben konnte.
Der neue Frauentyp war unabhängig und frei im Umgang, also nicht mehr vom Mann abhängig finanziell. Und das war etwas Neues, also nicht mehr in erster Linie Hausfrau und Mutter. Das hat sich natürlich auch ausgedrückt im Äußeren. Ja, vorher waren die Kleider eng, man trug Korsetts, man konnte kaum einen Ausfallschritt machen. Und in den 20er Jahren sind die Frauen eben aktiver geworden und die Kleidung war auch entsprechend. Also plötzlich kein Korsett mehr, alles frei. Und die Haare, also nicht sowas hier, sondern gekürzt, Bubikopf, das musste alles praktisch sein. Und es war auch ein bisschen androgyn. Auch Lotte Laserstein verkörpert so eine neue Frau, wie sie damals genannt wird. Und sie malt Frauen in Situationen, die bisher Männern vorbehalten waren. Hat ja auch dann ihre Freundin mit Tennisschläger gemalt. Das war ja vorher auch nicht so üblich. Die Frau wurde eher so im häuslichen Kontext gezeigt oder vielleicht auch mal in der Natur. Eben wie in dem Gasthof zum Beispiel, im Gasthaus vielmehr. Eine selbstbewusste Frau, die einfach mal alleine ausgeht, alleine an einem Tisch sitzt. Das war vorher eigentlich auch nie Sujet von irgendwelchen Bildern. Die Frauen auf den Bildern sehen zufrieden aus, aber eben auch so, dass sie sich durchsetzen können. Ja, sie haben eine sehr emanzipierte Ausstrahlung. Da ist nichts Dekoratives, sehr Weibliches, sondern da ist so eine Ausstrahlung, ich nehme mir jetzt, was ich will, was sehr selbstbewusst ist, kommt aus diesen Frauengesichtern. Doch neben dieser Freiheitsbewegung bahnt sich in Deutschland unterschwellig bereits die nächste Bedrohung an. Anfang der 30er Jahre gewinnt der Nationalsozialismus immer mehr an Macht. In einem Gruppenbild vor der Kulisse von Potsdam drückt die Künstlerin eine dumpfe Angst vor der ungewissen Zukunft aus. Potsdam ist nur 40 Kilometer von Berlin-Mitte entfernt. Dort haben die Könige von Preußen 200 Jahre lang prunkvolle Paläste errichtet. Sie stehen für den unerschütterlichen Glanz ihrer Herrschaft. Es war natürlich vor 1918 die Residenzstadt, also es war quasi auch die Stadt, wo einfach sehr viele Leute, die reich waren, bei Hofe lebten. Also es hat eine eigene Atmosphäre zwischen Ausflug und trotzdem war es immer auch Hauptstadt und Residenz. Das heißt, als Berliner im Prinzip an einem Sommertag, so wie heute, man macht einen Ausflug und fährt nach Potsdam. Abend über Potsdam aus dem Jahr 1930 gilt als Hauptwerk von Lotte Laserstein. Anhand unterschiedlicher Blicke und Körperhaltungen zeigt dieses Gemälde die gesammelte Melancholie eines Volkes, das den Atem anhält. Das ist quasi das, was sie erzählen will. Eine Gruppe von Freunden auf einer Dachterrasse mit Blick auf Potsdam an einem wunderbaren Sommertag. Also eigentlich etwas, wo man sagt, ein Bild für Gemeinschaft, ein Bild für Freundschaft von Menschen, die zusammen sind. Und auf einer zweiten Ebene ist es eigentlich ikonografisch die Darstellung eines letzten Abendmahls. Also wo Christus sitzt, ist hier eine Frau in einem gelben Kleid. Also man hat das Gefühl, es gab eine Unterhaltung und plötzlich ist Stille. Und plötzlich ist jeder für sich und plötzlich ist so eine Verhaltenheit. Und dieser Moment, und das war auch, was Sarah Nehme zu mich gereizt hat, dieser Moment ist ein theatralischer. Also es erzählt etwas von einer Stille zwischen Gesprächen oder einem Moment, wo man überlegt, was wird aus uns? Für die Zeit 29-30, in der das Bild entstanden ist, wo der Black Friday ist, wo die Weltwirtschaftskrise kommt, wo die Verarmung beginnt. So etwas schreibt sich natürlich ein. Und die Stimmung der Zeit ist eigentlich die einer Verunsicherung. Aber ich glaube, das Ausmaß der Katastrophe war noch nicht abzusehen. Aber es war abzusehen, irgendetwas liegt in der Luft und man weiß nicht, wo es hinführt. Und ich glaube, diese Verhaltenheit, diese böse Ahnung und das Leben wird anders sein, das ist etwas, wo Lotte Laserstein politisch wird, wo sie es vielleicht bewusst gar nicht wollte.
Lotte Laserstein ist Jüdin und vom ideologischen Umschwung direkt betroffen. Auf Grundlage der Rassengesetze wird ihr ein Arbeitsverbot erteilt. 1933 muss sie ihr Atelier schließen. 4 Jahre später, 1937, gelingt es ihr, nach Schweden zu emigrieren. Sie malt bis zu ihrem Tod 1993 weiter, kann aber nicht an ihre so besondere Kunst der Berliner Zeit anknüpfen und kehrt auch nicht mehr nach Deutschland zurück. Lotte Laserstein hat auch die Natur und Bäume gemalt. Kaum zu glauben, hat den ältesten Baum der Stadt Berlin ausfindig gemacht. Wie ein Baum in der Stadt, so heißt ein Chanson von Maxime Le Forestier. Das Gewächs, von dem ich Ihnen heute erzähle, sprießt allerdings nicht beengt zwischen zwei Häusern, sondern ist womöglich älter als Berlin, uralt also. Denn die deutsche Hauptstadt wurde im Jahr 1237 gegründet. Der Baum steht im Tegeler Forst, unweit vom Tegeler See und Schloss Tegel. Seinen Ästen sieht man an, dass sie ihr Gewicht nur noch mit Mühe tragen. Und genau wie meine Oma schrumpft er von Jahr zu Jahr. Die Eiche muss als junger Baum unheimlich imposant gewesen sein. Davon zeugt ihr Spitzname: Dicke Marie. Das klingt ungefähr so schmeichelhaft wie Dicke Bertha. Ausgedacht haben ihn sich Wilhelm und Alexander von Humboldt. Die beiden Brüder sind illustre Gestalten und zählen im Zeitalter der Aufklärung zu den wichtigsten Intellektuellen Preußens. Ihre Kindheit verleben sie im Schloss Tegel, wo man ihnen eine umfassende, wenngleich strenge Erziehung angedeihen lässt. Ihre freie Zeit vertreiben sie sich draußen im Park mit allerhand Dummheiten. Bei einem ihrer Streifzüge taufen sie den Baum Dicke Marie, wohl weil seine Rundungen an die Schlossköchin erinnern. Ob das ein Kompliment sein sollte? Jedenfalls überdauert der Name die Jahrhunderte, auch wenn die Eiche heute überhaupt nicht mehr dick wirkt. Neueren Schätzungen zufolge ist der Baum keine 800, sondern eher 400 Jahre alt. Damit wäre er aber immer noch einer der ältesten der Stadt. Goethe höchstpersönlich hat bereits in seinem Schatten gestanden. Miterlebt hat er unter anderem das Ende der preußischen Monarchie und die Bombenangriffe durch die Alliierten. Aber auch Angela Merkels Abschied. Also Respekt, Dicke Marie. Wussten Sie, dass viele Western nicht in Hollywood, sondern in Spanien gedreht wurden? Eine Rundfahrt in der Region von Cartagena zeigt, dass es hier aussieht wie im Wilden Westen. Die meisten Leute, die heute hierher kommen und die Mine besichtigen, wissen nicht wirklich, was diese Landschaft bedeutet. Ihnen ist nicht klar, dass der Tod hier wohnt, dass Schweiß, Blut und Habgier untrennbar mit dem Ort verbunden sind. Das Leben hier ähnelt dem in Filmen über den amerikanischen Wilden Westen. Ein ungewohntes Bild vom spanischen Süden. Weder Andalusien noch die katalanische Küste. Eine von der Sonne gespaltene Erde. Rotglühende Wasserflächen, zerklüftete Felsen. In der Region rund um die Stadt Murcia glaubt man sich fast auf einem anderen Planeten. Zwischen dem Cabo de Palos und Mazarrón liegt diese von Menschenhand geformte Landschaft. Die Erde ist getränkt von Schweiß und Tränen vieler Generationen von Minenarbeitern. Seit der Antike haben sie hier Eisen, Zink und Silber, vor allem aber Blei gewonnen. Ein Metall, dessen Abbau für Mensch und Natur äußerst schädlich ist. Eine Geschichte voller Blut und Leiden, die eine starke Arbeiterkultur hervorbringt. Eine Geschichte, in der Bergschächte und Flamenco, Western-Atmosphäre und Klassenkampf miteinander verschmelzen.
Sie ist so alt wie der Mythos von Karthago, der antiken Stadt im Norden des heutigen Tunesien. Historische Schriften belegen, dass bereits phönizische Händler, die an der spanischen Küste entlang segeln, auf die Region aufmerksam werden. Die Farben haben sie angelockt. Die Rot- und Gelbtöne der großen dunklen Erzadern. Sie haben genau gewusst, wo sie anlegen mussten. Sie wurden magnetisch angezogen von dem an der Oberfläche sichtbaren Erz. Manche Erzadern waren 16 Meter lang und bis zu 500 Meter hoch. Hier um das Cabo de Palos herum ist der Silberanteil am höchsten. Eine Tonne Blei enthält hier zwischen 3 und 6 Kilo Silber. Das ist der Grund für das große Interesse an Blei. Abgesehen von seiner Verwendung für Wasserleitungssysteme, enthalten Bleiadern kostbares Silber. Und das Edelmetall weckt schon bald die Habgier der Römer. Die Truppen des Feldherrn Publius Cornelius Scipio Africanus besetzen das Gebiet und schließen die Minen an die große Handelsstraße Via Augusta an. Sie verbindet die Küste des antiken Spanien mit Rom. Die Verbindungsstraße zwischen der Bucht von Port Mahon und dem Cabo de Palos verlief hier entlang. Es hat hier mehrere Erzvorkommen gegeben. Und die Erztransporte haben alle hier entlang geführt. Die einen haben das Erz gewaschen, die anderen haben es auf Maultiere geladen. Und so beladen sind sie dann losgezogen in Richtung Rom. Schauen Sie sich das an. Das ist Espartogras. Eine Graspflanze, die in den Minen auf vielerlei Weise zum Einsatz kam. Es wurden Körbe daraus geflochten, Seile und andere Hilfsmittel. Der römische Historiker Plinius hat es als das wichtigste Gras des Römischen Reichs bezeichnet. Die Römer haben alles mitgenommen, was sie hier fanden. Das Espartogras, die Palmen, das Erz, unser Pökelfleisch, unseren Fisch, alles. Rom nimmt und Rom gibt. Wenige Kilometer weiter südlich geben die Römer einem phönizischen Handelsposten den Namen Carthago Nova, das heutige Cartagena. Auf 5 Hügeln erbauen sie eine prächtige Stadt, deren Überreste noch heute besichtigt werden können. Das ist das römische Theater von Cartagena. Es ist wahrscheinlich eines der bedeutendsten Bauwerke, nicht nur angesichts der römischen Zeit, sondern der Stadtgeschichte überhaupt. Wir haben ein Theater, ein Amphitheater und ein großes Forum und 2 Thermen. Die Stadt wird damals Kleines Rom genannt und die Besitzer der Minen bringen es zu Reichtum und Ansehen. Die historischen Geldstücke, die in Cartagena gefunden wurden, belegen, dass die Familienmitglieder der Minenbesitzer zu den wichtigsten Vertretern der Stadt geworden sind. Mit dem Fall des Römischen Reichs beginnt für die Minen von Cartagena ein Dornröschenschlaf. Ab und an werden sie wieder genutzt, doch erst im 19. Jahrhundert lebt die Region wieder so richtig auf. Als sich in Europa die industrielle Revolution breitmacht, werden hier neue Erzvorkommen entdeckt. Tausende Männer aus dem armen Süden von Spanien machen sich auf in die 35 Kilometer von Cartagena entfernte Region Mazarrón. Das hier war quasi der wilde Westen Spaniens. Mit dem Unterschied, dass man in Kalifornien Gold gesucht hat. Hier war das Ganze weniger romantisch, weil man hier Blei abgebaut hat und kein Gold. Aber im Endeffekt war es vergleichbar. Die Infrastruktur der Minen stammt aus dieser Zeit. Und sie bleiben bis Ende der 1960er Jahre in Betrieb.
Das hier war der Minenschacht, den man der Undenkbare genannt hat. Übrig geblieben sind seine Dampfmaschine und das Fördergerüst. Mit dem Fördergerüst fuhren die Minenarbeiter 200 bis 300 Meter in die Tiefe. Dort haben sie Erz abgebaut. Dann haben sie es mit Hilfe der Dampfmaschine nach oben befördert. Für die Einheimischen sind diese Schächte wie Hüter der Erinnerung an die schrecklichen Dramen, die sich dort abgespielt haben. Am 16. Februar 1893 hat es in 300 Metern Tiefe eine Kohlendioxidexplosion gegeben. Maurer, Zimmerleute und Minenarbeiter waren gerade dabei, eine große Pumpe zu bauen für das gesamte Bergmassiv von San Cristobal. Innerhalb einer Minute waren alle tot. Seitdem trägt der Schacht den Namen Totenschacht. Trotz der Gefahren kommen immer mehr Arbeiter. Die Zahl der Einwohner steigt bis zum Höhepunkt der Minenaktivität von 4.000 auf 30.000. Das Leben hing an einem seidenen Faden. Da verwundert es nicht, dass die Minenarbeiter, sobald sie aus dem Schacht raus waren, sich dem Glücksspiel, dem Alkohol und der Prostitution hingegeben haben. Das war ein explosiver Cocktail. Es kam sehr häufig zum Einsatz von Schusswaffen. Der Erzabbau in Mazarrón wird schließlich von europäischen Großunternehmen übernommen. In der Nachbarstadt Union werden die Minen jedoch weiterhin von Privatbesitzern betrieben. Hier entwickelt sich eine für Südspanien typische Arbeiterkultur. Bajo la mina pensando, si yo volveré a salir. Ay, mientras bajo, oh, voy rezando. Y cuando vuelvo a salir, ay, me paso el tiempo cantando. Oh, 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 oh. Hier ist ein Bergeisen zurückgeblieben. Es wurde für den Erzabbau verwendet. Ein Arbeiter hielt das Eisen und ein anderer schlug darauf mit einem Schlägel. Dazu wurde gesungen. Unsere Lieder sind bei der Arbeit in den Minen entstanden. Es wurde den ganzen Tag im Dunkeln gearbeitet. Darüber haben die Arbeiter gesungen. Sie haben in den ersten Morgenstunden angefangen, noch vor dem Sonnenaufgang. Die Arbeit war deprimierend. Arbeitstage von 14 Stunden. Kein Ruhetag, nicht einmal für die Kinder. Die Kindersterblichkeit der Region ist Anfang des 19. Jahrhunderts die höchste in ganz Spanien. Der Bleiabbau setzt der Gesundheit mindestens genauso zu wie die Armut. Die Völker, die am meisten leiden, singen. Das Singen ist eine Suche nach Ruhe und Frieden, nach dem, was im Alltag fehlt. Um diese Gefühle geht es in den Liedern. Während die einen in Liedform ihr Leid beklagen, bauen sich die anderen Paläste. Im Zentrum von Cartagena wetteifert man mit dem Bau von Wohnhäusern. Jeder will ein noch prächtigeres als das der anderen. Man kann hier neo-arabische Baustile sehen, neo-ägyptische oder auch neogotische und Neoklassik. An den Fassaden in Cartagena sieht man viele Keramikelemente. Diese modernistischen Bauwerke sind typisch für den spanischen Jugendstil. Alles ist erlaubt. Sie hatten so viel Geld. Es soll sogar vorgekommen sein, dass ein Kind eine Stierkampfarena wollte und sein Großvater gesagt hat, ich kaufe dir die der Stadt. Die aufstrebenden Bürger der Stadt entwickeln neue Freizeitinteressen.
Wir hatten ein Casino, einen Militärverein, einen Segelclub. Das moderne Leben blühte auf. Wenn der König zu Besuch war, haben sich alle herausgeputzt. Cartagena war voller Leben. Die modernistischen Häuser waren das Schaufenster der Stadt. Ich sage immer, dass die, die reich geworden sind, uns wenigstens ihre Häuser gelassen haben. Dieses Erbe weiß Cartagena jedoch erst seit kurzem zu schätzen. Bisher ist die Region vor allem für ihr militärisches Arsenal, den Sitz der legendären Armada, bekannt. Nach und nach gewinnt jedoch das einzigartige kulturelle Erbe an Bedeutung. Zum Beispiel in Form dieses sozial angehauchten Flamenco. Diese Lieder sind unser Fenster zur Welt. Sie haben dafür gesorgt, dass unsere Region ihren Platz findet. Sie erzählen nicht irgendetwas über das Glück, sondern es geht um unser Leiden, unsere Trauer, unseren Schmerz. Es geht um unser Land und Boden. Zu Tisch bitte. Wenn Sie gerne Markknochen essen, wird Ihnen das Rezept des Tages sicher gefallen. Denn auch in Indonesien weiß man, Knochen zuzubereiten. Das beweist uns nur in der Geschmackssache auf Java. Guten Tag. Treten Sie näher. Was kostet das Kilo Fleisch? 125.000 Rupia. Geben Sie mir Rabatt? Nein, geht leider nicht. Nur ein klein. Tut mir leid. Ich kaufe ein Kilo Hammelfleisch, denn heute koche ich ein Tengkleng. Dafür braucht man die Knochen. Ich hätte gerne ein paar Rippchen gehabt, aber die hatte er alle schon verkauft. Das Fleisch war früher den Reichen und der Königsfamilie vorbehalten. Und das einfache Volk hat für die Reste dieses Rezept erfunden. Das ist das T-Shirt von meinem Viertel. Lang lebe die Familie. Mama, ich habe Hunger. Es gibt bald was. Als erstes gare ich das Hammelfleisch. Während es kocht, bereite ich schon mal den Rest vor. Mit einem Mörser mahle ich eine ausreichende Menge Salz und Pfeffer. Dazu kommt Ingwer. Als Gewürze nehme ich Zitronengras, Lorbeer und die Blätter von verschiedenen heimischen Zitrusfrüchten. Jetzt hole ich das Fleisch aus dem Wasser und brate die übrigen Zutaten an. Hinterher kommt alles in die Brühe. Hoppla, ich habe die Schalotten vergessen. Normalerweise brate ich sie etwas an, ehe ich sie ins Öl gebe. Jetzt kann ich das Fleisch dazugeben. Dazu etwas Brühe und dann lasse ich das Ganze köcheln, bis das Fleisch alles aufgesaugt hat. Das dauert ungefähr 20 Minuten. Währenddessen verträume ich aber nicht die Zeit, sondern räume ein bisschen auf. Ich mag es nicht, untätig herumzusitzen.
Ich bereite das Wohnzimmer vor. Hier essen wir ganz cool auf dem Boden. Jetzt schneide ich nur noch ein paar Chilis und gebe sie in mein Tengkleng. Ein wenig süße Sojasauce. Einmal abschmecken. Sorry, ich glaube, für Ihren Gaumen ist das zu scharf. Streuen Sie gleich lieber keine extra Chilis darüber. Das ist mein Mann. Und er hat ein paar Nachbarn mitgebracht. So isst man bei uns. Sehr lecker. Nicht zu salzig, einfach perfekt. Alter Schmeichler. Auf nach Marokko. Ich lade Sie nach Mohammedia ein, nur eine halbe Stunde von Casablanca entfernt. Wir genießen aber nicht den Strand, sondern ein Hotel. Es dient auch als Bordell und bietet einem bekannten französischsprachigen Sänger Zuflucht. Das friedliche Mohammedia, zwischen der marokkanischen Hauptstadt Rabat und dem turbulenten Casablanca gelegen, ist das Ziel am Atlantik für Sommerfrischler. Doch Mohammedia birgt auch eine kuriose Geschichte über einen umstrittenen Ort und einen aufgewühlten Sänger. Merouane Touali ist mit der Musik dieses Künstlers aufgewachsen und erzählt uns von dessen Auftritten in Mohammedia. Man muss sich vorstellen, dass diese Stadt damals eine überschaubare Größe mit angenehmer Atmosphäre hatte und liebevoll die kleine Schweiz genannt wurde. 1956 endet das französische bzw. spanische Protektorat. Doch auch danach leben weiterhin viele Franzosen in Marokko oder reisen dorthin. Das Land wird zu einem Traumziel. Nur wenige Minuten vom Zentrum Casablancas liegt der kleine Ort Mohammedia. Damals ist er berühmt für seine Festivitäten, Casinos und Nachtclubs. Die gesamte französische Prominenz gibt sich einstelldich ein, denn hier zählen die Verbote des Mutterlandes nicht. Das symbolträchtige Hôtel du Sphinx wurde 1954 eröffnet und verkörpert geradezu die französische Kultiviertheit. In Marokko gab es noch, sagen wir mal, einige Nischen, Kabarets und Bordelle, die als solche damals nicht kenntlich waren. Aber jeder wusste insgeheim, dass es Möglichkeiten gab, einen guten Tisch zu finden. Man konnte hier essen, trinken und gute Musik in angenehmer Gesellschaft hören. Es gab all die jungen Frauen, die dort arbeiteten, dort ihre Dienste anboten. Fast alle waren Europäerinnen, sodass ein nahezu europäisches Flair in dieser exotischen Umgebung herrschte. Der französische Jet-Set findet in Marokko ein Gefühl von Freiheit. Das, was in Frankreich verboten war, war in Marokko zugänglich. Vor allem die Bordelle. Außerdem muss man wissen, dass es zu der Zeit in Marokko kein Tabu war, Alkohol auszuschenken. Und dass es dort Freudenmädchen gab. Dies war ein offenes Geheimnis. Die Bordellbetreiberin Madame Ombré rekrutiert dort unzählige Frauen verschiedener Nationalitäten, die sich um die Kunden kümmern. Das Hotel weckt die Neugier und Begeisterung der französischen Neureichen. Vor allem aber hält sich hier gerne der Sänger Jacques Brel auf. Wie viele Künstler Ende der 50er Jahre findet er Gefallen an Marokko. Jacques Brels Zustand, in dem er hier ankam, also, nun, seine Karriere kam nicht so richtig in Gang und vielleicht hatte er auch andere Sorgen. Er findet hier Zuflucht, knüpft menschliche Beziehungen, soziale Kontakte. Er kam nicht nur hierher, das muss man klar sagen, weil es das Kabarett, die Freuden des Fleisches gab. Nein, er kam auch, weil er Kontakte suchte, auf der Suche nach Vielfalt, nach dieser Exotik. 1961 gibt Jacques Brel mehrere Konzerte in Marokko. Auch wenn er auf dem alten Kontinent immer populärer wird, er kommt weiterhin in das Hôtel du Sphinx in Mohammedia, wo er seine Gewohnheiten lebt.
Es ist eine Zeit, die den Sänger prägt, wie uns der Künstler Mamoun Salash erklärt. Brel kam an diesen Ort, um Frieden zu finden. Für ihn war der Kontakt zu den Menschen, den einfachen Leuten, wichtig. Oft erkannten ihn die Mädchen nicht oder wussten nicht, dass er ein Star war. Für sie war er einfach nur Monsieur Jacques, ein Kunde wie jeder andere auch. Der große Jacques kam, um mit den Leuten die Friedenspfeife zu rauchen. Er sprach mit ihnen, nahm ihnen die Beichte ab. Nicht umsonst nannte Georges Brassens ihn den Abt Brel. Er war jemand, dem die Leute alles anvertrauten. Sie taten ihm leid und, wie er sagte, liebte er es, mit ihnen zu reden, sie zu beruhigen und vor allem ihnen Fragen zu ihrem Leben zu stellen. Er kam nicht nur hierher, um mit Frauen zu verkehren, mit ihnen zu sprechen, ihre zärtliche, beruhigende weibliche Präsenz zu spüren. Nicht etwa Liebe, Sex oder Verlangen waren für Brel das Wichtigste, sondern Zärtlichkeit. Er besang sie in seinem Chanson La Tendresse, die Zärtlichkeit. Im Hotel du Sphinx findet Jacques Brel eine Art Zuflucht. Unter der marokkanischen Sonne wird die Begierde der Männer besänftigt. Genau das besingt er in seinem berühmten Chanson Jeff aus dem Jahr 1964. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde, parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a laissé tomber. Mon Jeff, t'es pas tout seul, mais tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça, bêtement devant tout le monde, parce que trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non, Jeff, t'es pas tout seul, mais tu fais honte à moi. In diesem Chanson ermuntert er seinen Freund Jeff, Trost in den Armen der Mädchen von Madame André zu suchen. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la Madame André, pareil qu'il y en a de nouvelles. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, quand on était jeune, Jeff, quand c'était le temps que j'avais de l'argent. Jeff ist eine Ode an die Freundschaft, eine internationale Hymne auf die Freundschaft. Und wenn er mit einem Freund sprach, dann versuchte er, ihn zu beruhigen, mit ihm zu reden. Vielleicht wollte er, indem er es seinen Freunden sagte, auch sich selbst sagen: Ja, Jeff, das ist Freundschaft. Dennoch sorgt der Text des Chansons für Aufregung. Einige Passagen in Jeff wie »Schauen wir bei den Mädels rein bei Madame André, dort sollen jetzt neue sein« bezogen sich auf die Gewohnheit, bei jedem Besuch auf Entdeckungstour zu gehen. Ich würde nicht sagen, Frischfleisch begutachten, nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber jedes Mal neue Gesichter, neue Seelen, neue Gemüter zu entdecken. Seine Beziehungen zu Frauen waren konfliktgeladen und frauenfeindlich. Er war ein Macho, aber Brel war ein Zarter. Letztlich wollte er sich selbst nur als Macho darstellen. Das Hotel du Sphinx schließt 1977. Lange Zeit wissen die Musikliebhaber nicht, dass die von Brel so geschätzte, berühmte Madame André in Mohammedia regierte. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Tu sais, mais je prends train. Zeit für die Lösung des Rätsels. Warum hat ein Mann 1896 in den USA absichtlich ein Zugunglück verursacht? Es war ein Marketing-Coup für seinen Arbeitgeber, die Bahngesellschaft MKT. Das Ganze hat sich in der kleinen texanischen Stadt West ereignet. Zwischen 30.000 und 50.000 Menschen sind gekommen, um den Frontalzusammenstoß der beiden Loks zu sehen. Es gab eine Riesenexplosion und zwei Tote. Die Katastrophe hat für Schlagzeilen gesorgt und, wie erhofft, die Bahngesellschaft MKT bekannt gemacht. In den USA wurde daraus sogar ein Mode-Event: Zugkollisionen mit echten Zügen. A bientôt.